Der eine musste von Bord gehen, Ex-Wirecard-Chef Markus Braun. Er heuert gerade mehrere Star-Anwälte an, um sich gegen Betrugsvorwürfe und mögliche Schadenersatzforderungen zu wehren. Der andere, der verlässt ein sinkendes Schiff, der erfolglose Martin Zierke, noch Commerzbank-Chef. Arbeitsrechtlich gesprochen nennt man das eine einvernehmliche Aufhebung des Vertragsverhältnisses. Auf Deutsch einfach gesagt, sein Jahreseinkommen von rund 1,7 Millionen Euro wird er bis Vertragsende 2023 mitnehmen. Wie geht's jetzt bei der Commerzbank weiter? Kommt eine generelle Bankenkrise? Und wie sieht's beim Gold aus, das momentan im Höhenrausch ist? Das sind unsere Themen jetzt bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch, herzlich willkommen. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Als Nachfolgerin von Martin Zierke ist Dr. Bettina Orlopp im Gespräch, die jetzige Finanzchefin. Eine weitere Möglichkeit, die Frauenquote bei der Commerzbank zu erhöhen. Auf den Nachfolger kommen schwierige Zeiten zu, denn eine klare Vision ist nicht zu erkennen. Klar ist aber, dass rund 10.000 Stellen wegfallen sollen bei der Commerzbank und rund die Hälfte der 1.000 Filialen geschlossen werden. Hat die Commerzbank noch ein Ass im Ärmel? Was die Commerzbank ja gemacht hat, sie hat sich ja die Comdirect einverleibt. Ich sag mal, diesem Verbund oder jetzt ja Teil des Unternehmens, das ist meiner Ansicht nach so das einzig wirklich Gesunde, was die Commerzbank hat, was eben auch zukunftsfähig ist. Online-Brokerage, Online-Banking. Und womöglich hätte man einfach mal gesagt, man nimmt die Comdirect als Kern und baut quasi um diese digitale Bank dann den Rest drumherum. Einige Experten schlagen schon grundsätzlich Alarm. Sie fürchten eine neue Bankenkrise in Deutschland. Denn viele Unternehmen könnten in eine Notlage geraten und ihre Kreditzahlungen nicht mehr bedienen. Einige Stimmen werden wieder lauter, ob eine Fusion von Commerzbank mit der Deutschen Bank doch besser gewesen wäre. Bankenfusionen sind immer ganz schwierig, weil es ein riesiges IT-Thema ist. Ohnehin, wer im Finanzgeschäft, im Bankinggeschäft heute gewinnen will, der muss auf der IT-Seite stark sein. Und da hat die Deutsche Bank heute schon unglaublich viele IT-Systeme immer noch, die nicht miteinander richtig gut verzahnt sind. Während SAP unerwartet starke Quartalszahlen vermeldet hatte, ging der DAX auch wieder ins Plus. Anfang der Woche war er ja recht mürrisch unterwegs. Wie könnte es jetzt an den Börsen weitergehen? Chance-Risiko-Verhältnis mir angucke, ja, dann finde ich im zweiten Halbjahr überwiegen die Risiken. Wir haben bei den Technologieaktien an der Nasdaq Rekorde hingelegt. Wir sind mit dem S&P 500 Index nicht weit drunter. Selbst der DAX ist ja nicht mehr meilenweit entfernt von seinen All-Time-Highs, obwohl er eben viele zyklische Aktien hat, die unter der Corona-Krise leiden. Und wenn man sich dann die wirtschaftliche Situation anguckt, klar, da wird die Erholung gespielt, die gut angeschoben wird von den Regierungen, von den fiskalischen Hilfsprogrammen, die von den Notenbanken natürlich befeuert wird durch das frische Geld. Aber lassen uns mal doch eine zweite Corona-Welle kriegen. Dann möchte ich mal sehen, was mit den Aktien passiert. Webinare statt Seminare. Wenn ihr euer Börsenwissen vertiefen wollt, bequem von zu Hause oder vom Arbeitsplatz, dann meldet euch jetzt an bei den kostenlosen Börsenwebinaren der Trading House Börsenakademie. Der nächste Termin ist der 14. August. Börse für Einsteiger und Investmentstrategien für verschiedene Anlegertypen mit Wolf Dreistein. Meldet euch am besten sofort an und sichert euch jetzt euren Platz. Alle Infos auf trading-haus.de. Und dann war da noch das Thema Gold diese Woche. Zum ersten Mal seit 2011 ist der Goldpreis wieder über die 1800-Dollar-Marke gegangen. Die einen sagen, der Goldpreis ist jetzt kaum noch zu stoppen. Die anderen sagen, dass der Hype vollkommen übertrieben sei, denn die Risiken, die Anleger mit Gold absichern wollten, seien nicht so hoch, wie sie denken. Wir behalten das im Auge. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, kommentiert und postet das Video. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie.